Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit dem Axel zusammen. Servus. Ja, meine lieben Freunde, wir sind heute mal wieder unterwegs bei Landtechnik-Videos. Schaut gerne bei den Jungs vorbei. Das Originalvideo ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, gleich oben in der ersten Zeile. Der Kanal ist gleich da eins unten drunter. Und ja, wir sind heute nochmal beim Lohnunternehmen Reif. Wir haben aktuell die Videofreigabe für die Reif-Videos, also für das Lohnunternehmen Reif und Osters und Voss. Das heißt, Osters und Voss werden wir uns auch noch anschauen. Wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt gerne mal rein und schreibt aber auch wirklich gerne mal in die Kommentare, was ihr gerne doch sehen würdet. Ne, ich bin mit Landtechnik-Videos im engen Kontakt. Wir schwatzen immer, stimmen uns ab. Wie gesagt, er hat mir auch ein Paket geschickt mit DVDs zum Verlosen von ihren Filmen, die sie produziert haben. Schaut da auch gerne mal wirklich auf der Seite vorbei. Das Ganze gibt es auch in digitaler Form. Und da müsste es, warte mal, dann ist es Landvideos, glaube ich, Landwirtschaftsvideos, Landvideos. Naja, ihr schaut einfach mal bei Landtechnik-Videos vorbei, findet ihr. Wenn nicht, verlinke ich es euch nochmal notfalls. Ansonsten, wie gesagt, schreibt gerne rein, was ihr da von den Jungs noch sehen wollen würdet. Und dann beantragen wir das und fragen nach der Freigabe. Heute geht es aber um ein Video, meine lieben Freunde, um das Lohnunternehmen Reif, der 160 Hektar Auftrag. Das haben wir auch ganz oft gelesen, das habt ihr euch ganz oft gewünscht, dass wir uns das anschauen sollen. Das Video ist nicht allzu lang, aber, na gut, ich kenn's noch nicht, du kennst auch nicht, Axel, oder? Nein. Wir wollen erstmal schauen, was die 160 Hektar, was geerntet wird. Oder gemäht wird oder gemacht wird. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ah ja, es geht um Gras. Sehr gut. Es ist einer der größten Kunden, für den das Lohnunternehmen... Ja. Das Bild hängt. Das hängt? Es hängt. Das ist kein Problem. Und zwar, dann mache ich das, dass es wieder geht. So. Oh, jetzt ist schön. Den ersten Grünlandschnitt einfährt. Ja. Seit Jahren vertraut dieser Milchhof mit... Man muss dazu sagen, das Video ist von 2015, ist schon 6 Jahre alt. Aber trotzdem schon sehr, sehr schön. 400 Kühen auf die Dienstleistungen von Reif und lässt weite Teile der Außenwirtschaft mittlerweile durch den Lohnbetrieb durchführen. In den modernen Stallungen des Familienbetriebs melken 6 Melkroboter. Oh. Ah, gucke, wie schön das war. Die Planungen und Vorbereitungen. Krass, muss ich sagen. Aber warte mal, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch noch nicht gesehen. Dass das mit einem Laser und zack, der Zitz da unten gesucht wird automatisch. Wenn du das, Euter, kannst du dir vorstellen, ist ausgemessen. Der sucht das halt per Infrarot. Es gibt ja. Ich glaube, beziehungsweise bin mir da auch nicht ganz sicher. Deswegen schreibt da gerne mal in die Kommentare, ob das jetzt von meiner Denkensweise her richtig ist. Bei uns gab es das noch nicht, deswegen. Ich glaube... Auf der anderen Seite der Mauer. Früher. Damals. Genau. Die Kolchosen. Ich glaube, aufgrund dessen des Transponders, den die Kühe ja haben, wird das ja eingescannt. Und ich glaube, da ist das Eutermaß hinterlegt der jeweiligen Kuh. Und dass das halt mit dem Infrarot da ausgemessen wird, dass der Melkroboter das dann auch findet. So, dazu gerne mal in die Kommentare, ob das so jetzt von einem Laien in dem Sinne richtig war. Zu der Thema. Da bin ich aber selber gespannt, weil ich glaube nicht, dass das Euter da im Chip hinterlegt ist. Falls das ist das Euter, das ist ja unten dran. Ja, ist mir schon klar. So, naja gut, kommen wir schon. Die Planungen für den ersten Grünlandschnitt haben bereits vor Tagen begonnen. Die insgesamt 160 Hektar verteilen sich auf 3 Standorte. 35 Hektar davon in Belgien, 25 Hektar weiter südlich in Luxemburg und 100 Hektar rund um den Betrieb. 2 Mähwerke und 2 Großflächenschwader von Reif. Da muss man jetzt dazu sagen, das ist ja krass, dass das länderübergreifend ist. Ja, also das ist interessant. Belgien, Luxemburg und Deutschland. Krass, also das ist heftig. Reif sind ebenfalls eingesetzt. Das unbeständige Wetter bleibt die größte Unbekannte für diesen Auftrag. Ja, das ist es leider immer. Ja, definitiv. Das ist es leider immer. Boah, hier am rückt die Kolonne raus. Das Team Reif vom Betriebsgelände. Ladewagen, geil. Begonnen werden soll mit den am weitesten entfernten Flächen, die in Belgien liegen. Angeführt wird die Kolonne vom Class Jaguar 890. Guck dir das an. Zunächst ist das ein Traum. Kann vielleicht noch mal jemand in die Kommentare schreiben? Ich meine, wir haben es schon ein paar Mal diskutiert und alles, aber. Warum macht es jetzt Sinn, nochmal zusätzlich, ich meine, klar, es wird nochmal gehäckselt, aber ist es wirklich so vonnöten, dass das Ganze nochmal gehäckselt wird? Oder warum fährt man nicht, warum donnert man nicht einfach mit dem Ladewagen drüber und sammelt es ein? Weil ich spare mir ja dann eine große, teure Maschine und eine Arbeitskraft.
Ja, aber du musst sehen. Ich glaube schon, dass das seinen Sinn, also mir ist klar, dass das seinen Sinn hat, aber ich weiß nicht mehr, was es für einer war, wenn ich ehrlich bin. Na, es gibt ja verschiedene Größen, ne, die man einstellen kann. Genau, Halmlängen. Genau, beim ja. Ladewagen und aber auch beim Häcksler. Und es genau. ist zum einen so, wir wissen ja, wir haben ja beim letzten Mal gelernt, Siliermittel, ne, mit dem Milchsäurebakterien, einem drum und dran, was da drin ist, was ja auch die Gärung bzw. das richtig, den Siliervorgang bevorzugt und unterstützt. Und du darfst ja nicht vergessen, es ist ja schon ein gewisser Anteil an Rohfasern, allem drum und dran, was die Kuh ja dann auch zu sich nimmt. Es ist für die Kuh einfach auch schöner, im Magen, so blöd wie es jetzt klingt. Ne? Aber sie ist ja ein Wiederkäuer. Also es kommt ja schon nochmal immens Also noch du mal meinst, umso feiner das Futter ist, also du meinst, ist es feineres Futter und für die Kuh besser? Es ist auch natürlich, es ist schon irgendwo, es darf natürlich nicht zu fein sein, ne? Das ist ganz klar. Nee, ist schon klar, dann ist es Brei. Wie beim Heu zum Beispiel, das ist ja, bei Heu ist ja sowieso um einiges größer, ne? Allem drum und dran, aber für so einen Wiederkäuer ist das doch durchaus schon vom Vorteil. Hier alle 7 Transportfahrzeuge, um keine Wartezeiten des Häckslers entstehen zu lassen. Auf diesen großen Junge, Schlägen drauf sitzt. Schafft die Mannschaft so mehr als 8 Hektar pro Stunde. Lerning. 8 Hektar pro Stunde. Eine der beiden Mähkombinationen von Reif ist bereits auf dem Rückweg zum Betriebshof. Die andere auf der letzten Fläche. Beide Mähwerke haben jeweils 10... Ich wollte gerade sagen, weil das lag ja schon fertig da, machen die auch die Mäharbeiten, aber das beantwortet Stunden die Frage. Stunden an den 160 Hektar gemäht. Die beiden Großflächenschwaden. Warte, stopp. Wie viel? 10 Stunden an den 160. Beide Mähwerke haben jeweils 10 Stunden an den 160 Hektar gemäht. Das heißt, wenn ich 2 Traktoren mit 2 Mähwerken einen Tag 10 Stunden fahren lasse, haben die 160 Hektar runtergedonnert? Ja. Wow. Heftig. Das hätte man damals einer erzählt, eine LPG, ne? Ja, mit 2 Mähwerken 160 Hektar mähen. Ja, die hätten alle gesagt, na klar. Ja, morgen kommt der Weihnachtsmann, tschüss, ciao. Die beiden Großflächenschwader nee, aber ohne haben Mist, nun ne? den Häcksler im Ja, ist wirklich Wissen so. Sich aber mit großem Vorsprung. Oh. Die beiden Fahrsilos beginnen unterdessen in die Höhe zu wachsen. Verdichtet wird später mit 2 auf 20 Tonnen ballastierten Volvo-Radladern. Vor allem die großen Krone-Tridem-Anhänger sind für die weiten Transportentfernungen ideal. Oh, geil. Die Kombiladewagen werden allerdings nur auf den belgischen Flächen beim Häcksler laufen. Später sollen die Fahrer die Felder mit mittlerer Entfernung selber laden. Ah, guck. Siehst du, aber mit mittlerer Entfernung sollen die selber laden. Ja, kann dir auch erklären, warum. Weil bei den neueren Ladewagen ist das auch so, dass man bei der Aufnahme sind dann auch Messer mit drin und die kann man sich dann auch je nach Ach so, Länge ja, klar, ja. Also da wird das auch schon mal wie so ein Mini-Häcksler. Genau. Ja, verstehe. Der Jaguar setzt unterdessen in Belgien bereits zur dritten Fläche um. Rund 700 Heftig. Stunden häckselt der 890er bei Reif im Jahr. 8 Häcksel 700 Stunden. Der muss laufen, also der muss sein Geld wieder reinholen. 700 Stunden im Jahr, das ist nicht wenig, glaube ich. Nö. Das ist, glaube ich, nicht wenig. Lohnen hat der Lohnunternehmer wenn du überlegst, zu welcher Saison das dann immer läuft. Ne? Naja. Mit Einbruch der Dunkelheit haben sich die Ladewagen vom Häcksler getrennt. Guck. Mit Hilfe des eigenen Ladesystems der Wagen wird das Futter stärker verdichtet als beim Häcksler. Und es kann insgesamt mehr geladen werden. Aha. Ja gut, auch logisch, ne? Der Häcksler ist wieder zurück in Luxemburg und arbeitet sich mit 3 Häckseltransportwagen nun über die Felder mit den geringsten Entfernungen zum Milchviehbetrieb. Absolut mega anzuschauen. Etwa um 2 Uhr heute Nacht ist geplant, alle zu häckselnden Teilstücke fertig zu haben. Wahnsinn. Die Ladewagen werden ihren Job ebenfalls noch heute Nacht. Jetzt muss ich mal fragen, liebe Landwirte da draußen, sitzt da ein und dieselbe Person von früh bis in die Nacht um 2 auf dem auf den Häcksler? Ziehen die echt durch? Was staunen. Also ich habe eine Vermutung. Also ich glaube ja. Ich glaube, die Besatzung wird nicht gewechselt. Ich weiß aber nicht, wie es bei so großen Lohnunternehmen ist. Jetzt weiß ich auch nicht, ob du einen Traktor eine Fahrerkarte hast. Nee, ne? Nein.
Nee, also ne, zu meiner Zeit gab es damals keine, was jetzt ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ja. Aber bei uns war es damals auch nicht anders, dass wir doch schon durchaus länger wie 10, 11 Stunden auf dem Bock saßen. Also ich kann mich auch daran erinnern, nur mal so von meiner Schwiegermutter, der Ex-Freund, der war auch der Landmaschinenschlosser und alles, der ist auch mitgefahren. Ich kann mich daran erinnern, dass die auch mal im ganz, ganz schlechten Fall mal 16-Stunden-Tage hatten. Ja. Also wenn das Zeug rein musste, wenn die Ernte und so weiter, wenn, da mussten die durchziehen, das, da ging es nicht anders. Ja, also deswegen, wenn der andere drückt, dann drückt. Ja, deswegen glaube ich, aber das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer, das ist Respekt. Also wirklich Respekt an die Leute, die da, also Wahnsinn. Nacht beenden. Nach einem Fahrerwechsel müssen krass. Aber noch weitere 20 Hektar in Siedlung. Aber hast du gerade gehört? Nach einem Fahrerwechsel? Naja, aber, ja, naja. Ja, wie gesagt, ich vermute jetzt bei so einem Lohnunternehmen, das ein bisschen anders läuft. Da ist vielleicht auch mehr Manpower dahinter. Wollte ich gerade sagen, ist die Belegschaft auch ganz anders aufgestellt. Ja. Geil. Ein langer Häckseltag geht so. Diese Walzen da hinten drauf, Alter, das ist der Hammer. Ich liebe diese Ladewagen einfach. Ich liebe die. Mega, oder? Das ist eine sehr, sehr schöne Technik. Es ist langsam einfach nur Zauber. Ja. 160 Hektar Grünland an einem Tag vom Feld ins Silo. Eine gewaltige Logistik, die modernster und zuverlässiger Maschinen bedarf. Eine Respekt. Leistung, bei der es am Ende aber vor allem auf eines ankommt. Ein gutes und motiviertes Team. Ja, ja, definitiv. Boah, gute Leistung, haben sie gut gemacht, die Jungs. Also lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. 160 Hektar an einem Tag. Mähen, Schwaben, Häckseln, aufsammeln, ein Silo verdichten. Das ist heftig. Es ist also normalerweise für jemanden, der da nicht so den Einblick oder die dazu hat, der kann sich es kaum vorstellen. So, also das ist ja so schön kaum vorstellbar. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass sie das an einen Tag wuppen, ne? Aber krass, Respekt, also Wahnsinn. Muss man sagen. Beschäftigt. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Leute, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr vielleicht noch mehr von Ralf sehen wollt, schlagt uns bitte gerne in den Kommentaren vor. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Däumchen da, auch Landtechnik. Schaut da gerne vorbei, lasst auf dem Video noch ein Däumchen. Auch wenn es 6 Jahre alt ist, völlig egal. Würden uns da freuen, wenn ihr da nochmal Liebe da lasst, auch in den Kommentaren. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne auch ein Abo da. Wie gesagt, auf dem Kanal hier, Edles Vibes, sind noch fast 60% der Zuschauer sind noch ohne Abo. Das Ganze ist kostenlos. Wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst gerne eins da. Und ansonsten, Excel, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder morgen um 12. Genau. Winke, winke. Winke, winke.